Ja, natürlich geht's jetzt wieder los. Hier bei Super Smash Bros. Online. Denn es ist was Besonderes passiert. Gestern kamen über ein DLC 3 neue Charaktere, die ich natürlich sofort gekauft habe. Und die stellen wir jetzt mal alle vor. Und in dieser Folge benutzen wir den guten Lukas. Mein Junge Lukas ist wieder da. Aus Brawl ist er wieder da. Der Junge mit den magischen Craften. Und er ist einfach nur cool. Seht euch ihn an, hier. Er hat eine Schlange dabei. Die können wir auch werfen. Und ja, Lukas. Es geht nichts Geileres als Lukas. Hm? Gegen Roy. Roy ist auch ein DLC-Charakter. Aber der ist nicht so geil wie wir. Ey, mach keine Kombos. Wieso kombot der mich aus? Na, wer ist hier der Lukas? Zack. Ey, nee, hör auf. Wieso buggt das so hart? Das buggt hart. Sieh dir das an. Hör auf, mich zu grappen. Nee. Hier, Feuerblitz. Feuerblitz. Aua. Ey, hör auf, mich zu dödeln. Der hat so ein Feuerschwert. Wir haben uns gegenseitig getroffen. Voll krank. Lukas. Komm, Lukas. Mach Papa stolz. Mach deinen Daddy stolz. Ja, komm. Hol den Stock raus, Alter. Ja. Ich mache hier die Titan-Kombos. Denn Lukas ist einfach der Geilste. Ey, hör auf. Nein. Böse. Böser Roy. Hier. Nee, jetzt grabt er mich. Ich wollte ihn mit meiner Schlange voll wegschlangen. Hier. Und klappt er. Trifft er? Ne, er trifft nicht. Ey! Kacken gehen. Ich muss mich noch ein bisschen mit Lukas einspielen. Er spielt sich ein wenig anders. Hör auf, eine Sprintattacke zu machen. Das finde ich geil. Ja. Spotten. Ich meine, wir haben gerade voll den Upsmash gemacht. Ja, so mag ich das. Oh, so mag ich das gar nicht. Ja, ne, da kommt die Elektrokugel aus dem Arsch. Oh, jetzt wird's gefährlich. Something in the night is dangerous. Nee, hör auf. Ey, der weiß einfach immer, was ich mache. Roy is our boy. Ich glaube, es hackt. Nee, hör auf. Oh, das war vielleicht sein Todesstoß. Nee, war es nicht. Geh weg. Kugel, Elektrokugel. Spotten! Gewonnen, der Arsch, ne? Wo ist jetzt deine Recovery? Im Ding-Dong-Dooly. Lukas! Du geiler Sack. Geil, ich liebe es, wenn wir einfach der Beste sind. Geil. Ja, Lukas, der ist mein Boy. Und der Typ da will eine Revanche. Und das geben wir ihm auch. Eine heiße Revanche, Alter. Eine geile Revanche. Die kriegt er. Aber jetzt weiß er natürlich, was wir so für Techniks drauf haben. Was mache ich jetzt? Um den Kampf zu starten. Ne, er startet. Hier, Roy. Friss Feuer. Oh, Teite-Kombo-Alarm. Teite-Kombo. Geh weg, du Arsch.
Geh weg, du Arsch, lass mich los. Na, klappt wohl nicht, deine Fick-Arsch-Loch-Kombo. Oh, getroffen. Oh, oh, ich habe ihn gerettet. Wie dumm bin ich denn? Ich habe ihn gerettet. Na, willst du mal verrecken? Ja, 101%? 101% fliegt er bei einem Grab raus? Ich glaube, es hakt hier. Lukas, OP confirmed. Ja, der ist OP confirmed. Aber der nimmt ja auch denselben Charakter, also ist das in Ordnung, wenn wir auch denselben Charakter nehmen. Oh, tighte Combo. Friss meine Magie. Die Magie ist richtig erregend. Lololololol, da kommt mein Upsmash. Lololololol. Du verreckst an den Qualen. Hier in der Elektrokogel. Elektrokaugel. Oh, Feuer. Oh, gut, dass er nicht. Shit. Wir leben noch, wir leben noch. Oh, shit. Jetzt sind wir tot. Jetzt sind wir Robin tot. Nur weil ich so geil bin. Ist ja klar. Nee, hör auf, hör auf, hör auf. Böser Roy. Böser Roy. Nee, böser, böser Roy. Ja, hier. Upsmash to heaven. Hör auf, Roy. Werd lieb. Ja, so ist fein. Machen wir mal nach vorne. Der killt. Lal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 a. OP confirmed. Lukas. Warum ist Lukas eigentlich immer so der Geilste? Das frage ich mich schon seit 3 Jahren. Geil, geil, geil. Geil, geil, geil. Ja, aber Lukas, da kann ich nur eins zu sagen. Geil, geil, geil. Der Gegner ist auch rausgegangen. Der Junge hat die Magie im Blut. Und deshalb sage ich, das war Lukas. Einfach nur der geilste Charakter ever, ever, ever. Nach König DDD. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge von Charaktere Vorstellung.